Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Jungfrau bitte, was ist momentan bei Jungfrau los, bitte? Ass der Stäbe. Das ist jetzt gerade ziemlich interessant. Ich habe vorhin ein Video von Beyoncé gesehen. Ist ein ganz kurzes Video im Rahmen dieses Britney Spears Spektakels momentan, das stattfindet. Und da sagt sie, sie ist Jungfrau. Beyoncé ist Jungfrau. Und sie sagt in diesem Video, ich bin 25, ich könnte jederzeit sagen, das ist jetzt fertig für mich und ein komplett neues Leben starten, in eine ganz andere Richtung und mir oder ein ganz anderes Leben kreieren. Und das sagt sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere da. Ja, also sie ist da schon ein Top-Weltstar. Also, ja, oder ich könnte da jederzeit, und ich habe den Eindruck, Ass der Stäbe, ja, es ist kein Zufall, dass ich das Video jetzt vorhin, gerade vorhin angeschaut habe. Jungfrau, Ass der Stäbe hier, das ist so wie wenn du, oder so, die Bergspitze erreicht hättest und jetzt sagst, ich sehe da einen anderen Berg, ich will da jetzt hochsteigen. Ich kann das jederzeit wegwerfen und komplett woanders, ich könnte nach Goa gehen. Ich könnte jetzt einfach nach Goa gehen und einfach dort ein neues Leben starten mit neuen Freunden, neuer Familie, neuem allem. Ich könnte alles, was ich bisher aufgebaut habe, so wegschmeißen und einfach sagen, weißt du was, ab jetzt ist mein Leben so und dann genau eben dieses Leben dann leben, genau dieses Leben dann verfolgen. Ich erzähle dir das, ja, um zu beschreiben, wie du dich momentan fühlst, ja, weil so wie ich es formuliert habe, spürst du das nicht, Jungfrau. Es ist mehr so ein, aber jetzt habe ich so viel dafür getan. Aber jetzt bin ich hier so hoch angekommen. Oder ich bin jetzt so weit gekommen. Aber ich bin ja der Beste, die Beste in meinem Bereich. Und da ist mit Ass der Stäbe dieses andere da, das dich anzieht. Ja. In solchen Situationen hilft es, sich diese Situation, diese Phase deines Lebens so rückblickend vom Sterbebett aus vorzustellen. Irgendwann dann mit 90, 100, 110, hoffentlich 120, 30. Gut. Oder stell dir vor, du bist dann oder hast ein Leben gehabt und bist jetzt alt und altersbedingt liegst du jetzt da auf dem Sterbebett und blickst zurück auf dein Leben. Was hättest du dann in diesem Moment am liebsten gemacht, um da auf diesem Sterbebett mit 90, 100, 110 glücklich zu sein? Und sagen zu können, doch gut, habe ich das so entschieden. Das hilft manchmal, so diesen fiktionären Rückblick zu machen. Ja. Fiktional, Entschuldigung. Schauen wir mal, worum es hier geht. Fünf der Stäbe. Es gibt hier eine Sache, ein Thema, eine Beziehung, ein Projekt, das versalzen ist. Okay, das durcheinander ist und du hast den Eindruck, dass du die ganze Zeit das Ganze leitest, dass du die ganze Zeit die Person bist, die aufräumen muss. Mir kommt der Spruch in den Sinn, wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. So, oder so fühlst du dich ein bisschen. Du hast so ein bisschen den Eindruck, dass du Besseres verdient hast, Besseres kannst, zu mehr geboren bist, ja, für mehr geboren bist und auch die Fähigkeit hast, viel mehr zu erreichen, wenn du nicht diese, ich spreche es aus, Klotze am Bein hättest. Wow! Ist typisch Jungfrau. Ja. Ich bin viel besser als ihr.
Das typische Jungfrau. Ja, alle Menschen sind so, das ist Überlebensinstinkt. Okay. Das ist Überlebensinstinkt. Hey, die größten Idioten pflanzen sich fort, halten sich für fortpflanzungsfähig, also ja, fortpflanzungswert. Ja. Menschen halten sich von Natur aus für besser, gescheiter und all das. Du machst es halt sichtbar, bei dir sieht man es, Jungfrau. Ja, du sagst, oder? Das sind alles so Leute, oder siehst du, wie die Menschen hier dich applaudieren, oder? Ich bin hier die, sieht ein bisschen aus wie Beyoncé hier. Ich bin hier immer diejenige, derjenige, der hier leitet, gewinnt und macht und die treibende Energie ist. Und ich glaube, ich könnte das alleine besser. Ich liege hier für das Kollektiv. Es könnte hier tatsächlich deine Beziehung sein, Jungfrau, wo du sagst, oder? Dieser Idiot zieht mich runter. Ich leite hier die ganze Zeit die Beziehung. Ohne mich hätten wir keine Beziehung. Es kann sein, dass es sich hier um deine Familie handelt, ja, wo du sagst, sie ziehen mich nur runter. Ja? Oder auch am Arbeitsplatz, wo es sein kann, dass du sagst, hey, selbstständig wäre ich viel erfolgreicher als in diesem Team. Hast momentan den Eindruck, dass andere Menschen ein Klotz am Bein sind, Jungfrau. Ich kenne dieses Gefühl. Ja, ja. Deswegen bin ich selbstständig. Ich kenne dies. Eben alle Menschen sind so. Das ist Überlebensinstinkt. Ich bin der Beste, der Tollste und dann pflanzen sie sich fort. Ja. So, schauen wir mal. Hier die Mondkarte. War das in einer deiner Legungen? Ich habe hier die Mondkarte. Irgendeine Person hat hier Paranoia im Kopf in Bezug auf dich. Du siehst diese Katze hier, schaut sich hier im Wasser an und sieht einen Panther. Irgendjemand, ich will jetzt nicht sagen, du bist gegenüber diesem Menschen still. Du bist gar nicht mit diesem Menschen beschäftigt. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, wer das ist, wenn ich den Namen nennen würde, würdest du hier sagen, dieser, keine Ahnung, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, würdest du sagen. Ja. Und dieser Mensch hier spürt aber diese Stille, spürt diese Distanz, spürt die fehlende Kommunikation und hat hier so langsam Paranoia. Ja. Warum meldet sich Jungfrau nicht? Warum redet Jungfrau nicht mit mir? Warum... oder haben wir keinen Kontakt? Warum kommuniziert Jungfrau? Warum beachtet mich Jungfrau nicht? Und hat hier lauter, das siehst du Katze Panther hier, hat hier lauter Erklärungen, paranoide Erklärungen in Bezug auf deine Stille. Das, was wir hier sehen, ist Alltag, das ist nichts Schlimmes. Das sind auch Stäbe, ja? Sind Tagesenergien. Das ist Alltag, da ist nichts. Also du liegst nicht im Koma, zum Glück, oder? Liegst nicht im Koma, bist ja nicht, hast keine Depression, nichts. Also dir geht's gut, alles ist gut, bist mit dem Alltag beschäftigt, da hast du Klotze am Bein, ja, dein Team ist blöd. Also solche Dinge, ja? Und du fragst dich hier, ob du hier einfach all das, was du dir hier, oder 6 der Stäbe hast du dir aufgebaut und du fragst dich, ob du das einfach wegwerfen sollst und hier alleine durchstarten und erfolgreich vorwärts machen sollst oder nicht. Also mit dem bist du hier beschäftigt. Kein Gramm damit, dass hier jemand dich als still, als nicht kommunikativ empfinden könnte und Paranoia entwickeln könnte diesbezüglich. Okay. Gut. Die Mondkarte kommt momentan sehr oft. Ja. 10 der Münzen, das ist eine Person, die dich da in Gesellschaft sehr oft beobachtet.
Mit 10 der Münzen können auch deine Social Media Accounts gemeint sein, weil Münzen für Megabytes stehen, Download, Upload Raten, ja, Bandbreite und solche Dinge. 10 der Münzen hier, das könnte hier am Arbeitsplatz sein, in der Familie, in der Verwandtschaft, in deinem sozialen Umfeld oder eben auch auf deinen Social Media Accounts, dass hier jemand dich heimlich beobachtet und mit 6 der Schwerter die ganze Zeit, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die ganze Zeit heimlich versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Weißt du, was gerade konkret vor meinem geistigen Auge aufgepoppt ist, Jungfrau? Du wirst den Kopf schütteln. Du wirst so denken, nee, weißt du, womit ich hier Ich sehe hier ganz konkret, dass hier jemand zum Beispiel, der dich über deine sozialen Medien verfolgt, da auf irgendeine Seite geht, die du geliked hast, die dir gefällt, ja, und deren Posts auf deiner Webpage landen, ja, da hingeht und Dinge kommentiert, Dinge liked. Damit da, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, Tagesanzeiger, ist eine Zeitung hier in der Schweiz, ja, Tagesanzeiger. Du hast da auf Facebook, hast du die Seite Tagesanzeiger geliked, ist eine Zeitung und jeden Tag hast du da in deinem Feed, hast du da Meldungen von Tagesanzeiger, das, was die da posten. Dieser Mensch sieht, dass du Tagesanzeiger geliked hast, geht da auf Tagesanzeiger und kommentiert da die Berichte, kommentiert da die Reportagen, die Artikel und liked und macht und tut, damit du da scrollst, ja, oh, Tagesanzeiger hat da was gepostet über dieses und jenes Thema, Plastik im Meer, jawohl, schauen wir mal. Oh, dieser Mensch hat's geliked. Was macht eigentlich dieser Mensch? Was treibt? Oh, ich habe diesen Menschen schon lange nicht geschrieben, ich sollte diesen Menschen schon... Sowas. Als Beispiel, ja, du musst dann schauen, wie genau sich das auch in der Familie zeigt, wenn das ein Familienmitglied ist, wie genau es dieser Mensch hier tut, macht. Vielleicht, oder wenn es am Arbeitsplatz ist, wird da auch ein Trick. Lässt dieser Mensch irgendwas, das ihm gehört, beim Drucker da liegen? Und dann gehst du zum Drucker und siehst, oh, das sind Dokumente von Hans und ich muss das jetzt Hans bringen und sowas. Kopfschüttel, Kopfschüttel, Kopfschüttel. Jungfrau, ich werde hier mit diesen Karten hier schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.